Täglich Schlussverkauf im Buila Bazar. Nur die beste Mode zu den besten Preisen. Wer sich hier nicht blicken lässt, braucht sich nirgends mehr blicken zu lassen. Und wer sich meine Let's Plays nicht anschaut, der hat sich auch nirgends mehr blicken zu lassen. Also, hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Splatoon. Im letzten Part waren wir in Level 18 unterwegs, wo ich traurigerweise ziemlich knapp vorm Ende gestorben bin. Naja, so ist das halt. Und jetzt geht es weiter mit Level 19, durchdrehende Plattform. Cool. Hört sich eigentlich ganz interessant an, wieder so ein Level-Element wie diese Propeller da vorne. Okay. Durchdrehende Plattform. Alles dreht sich. Oh, ja, Tatsache. Schön erkannt, Nummer 1. Ich habe keine Ahnung, was die da sagen, aber ich fände es eigentlich ganz interessant, wenn es so eine Art, saubere Arbeit Nummer 3. Red mir nicht ins Wort Nummer 2. Auch wenn sich unsere Namen reimen. Das hat nichts damit zu tun, dass du mich unterbrechen darfst. Ich finde es cool, wenn es ein Wörterbuch für oktorianische und unter Umständen auf jeden Fall noch inklische oder inkenies oder wie man es nennen möchte, Sprache geben würde. Pass auf da oben. Okay. Wow, sieht ja gefährlich aus, wirklich. Ich habe Angst. Also auf jeden Fall so Inklingsprache, die man dann halt irgendwie in einem Wörterbuch ins Englische übersetzen würde und das Ganze dann auch im Deutschen, was weiß ich, im Spanischen, Italienischen. Rein theoretisch kann man es ganz gut übersetzen, wenn es in irgendeine menschliche Sprache umgeschrieben wurde. So, jetzt bin ich gespannt, ob es hier irgendwas gibt. Ja. Sieht aber teilweise nicht wirklich danach aus. Obwohl. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, auf jeden Fall habe ich mir da schon länger darüber Gedanken gemacht, ob das sowas überhaupt geben könnte. Aber ich glaube persönlich, dass es sowas geben könnte. Das heißt, ich schätze mal, dass die ganze Sprache, die sie benutzen und schreiben und machen und dies, das, Ananas, im Grunde genommen einen Sinn hat und auch verwendbar ist. Ich persönlich würde es extrem feiern, wenn es so ein Wörterbuch geben würde. Ich würde es mir auch auf Englisch kaufen oder je nachdem, wenn es das Ganze auch auf Deutsch geben würde, dann würde ich mir das natürlich auch auf jeden Fall mal auf Deutsch kaufen. Mein Gott, was bin ich denn für ein Lappen? Aber im Englischen wäre das auch kein allzu großes Problem für mich. Ich fände es einfach total cool, wenn es sowas geben würde, ganz ehrlich. Weil, stellt euch das mal vor, die Sprache ist im Endeffekt ziemlich, ziemlich interessant. Weil, die Schriften sind nicht gerade das Komplexeste überhaupt. Okay, und dieses Mal werde ich ganz vorsichtig sein. Und sie haben halt auch wirklich sicherlich ein paar Begriffe, mehrere Begriffe für das eine Wort. Also von daher wäre das echt lustig. Rutsch bloß nicht ab, wenn sich das Ding so zu sehr neigt. Ja, da kann ich ja gegensteuern, ne? Ah, ich dachte gerade, das wäre wieder so ein Checkpoint, hab mich gefragt. What the fuck? Toll. Danke. Oh mein Gott. Oh, ich hab Angst. Aber ich habe umso mehr Angst um die Schriftrolle, die ich übrigens nachgeholt habe. Habt ihr ja auch gesehen. Schlussverkauf beim Buila Bazar. Buila Bazar. Ich weiß nicht genau, was das genau sein soll. Okay, cool. Also, ja. Interessantes Level-Design. Oh, traurig. Okay, so weit komme ich gar nicht. Sieht so nah aus, ist aber relativ weit weg. Was ich im Moment eigentlich bei Splatoon so größtenteils mache, ist zum einen den Rangkampfmodus auszusaugen. Im Grunde genommen ist es zu meinem neuen Revierkampfmodus geworden. Ich würde sagen, du hast den Dreh raus. Ja, schon seit 10 Parts auf jeden Fall, ja. Mindestens. Okay, letzter Checkpoint. Jetzt wird's knifflig. Aber ich glaube, hier könnte sie auch sein, die Schriftrolle. Oh Gott, oh Gott. Während. Das ist aber hoch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ich habe Höhenangst. Während ich halt hier die ganze Zeit Revierkampf gemacht habe und der dann weggefallen ist, dadurch, dass ich Stufe 20 erreicht habe und dann halt das Maximum an, wie heißen sie? Ich weiß nicht was, Points, keine Ahnung. Oh, schöne Musik. Points erreicht wurden, ist halt auch so, dass sich das Ganze nicht mehr lohnt. Also da bringt überhaupt gar nichts mehr. Ah, Gott sei Dank. Cool. Und auch coole Plattform eigentlich. Und das bringt halt wirklich überhaupt gar nichts mehr. Wenn man da noch weitermacht. Also von daher habe ich es einfach gelassen und mir gedacht, jetzt spiele ich Rangkampfmodus. Und der Rangkampfmodus ist irgendwo ganz anders als der Revierkampfmodus. Oh mein Gott. Ich krieg Panik. Weil der Rangkampfmodus ist sehr, sehr, sehr viel abhängiger vom Team als der Revierkampfmodus. Im Revierkampfmodus kriegst du zum Teil auch, also du kriegst wirklich immer, also kommt man da so hoch. Okay, also man kriegt so ziemlich immer ein paar Punkte. Und das hat nicht wirklich mit den Punkten vom Gegner zu tun. Das heißt, jeder kriegt anders viel Punkte. Man muss natürlich auch sagen, es ist alles, es gibt überall Ausnahmen. Wenn du nichts einfärbst, kriegst du keine Punkte. Wenn du gleich viele Punkte hast wie dein Kumpel, hast du gleich viele Punkte wie dein Kumpel. Aber ihr versteht, was ich meine. Ich meine, dass wir nicht unbedingt überhaupt Punkte kriegen, sondern halt einfach wirklich gar keine Punkte größtenteils. Also es geht um alles oder nichts beim Rangkampfmodus und das ist sehr abhängig vom Team. Gewährt das große Wuschelige dem kleinen Gestreiften ein Zuhause oder steuert der kleine Gestreifte das große Wuschelige? Vermutlich ist es egal. Wie ihr sehen könnt, ist da Nemo und die Frau, die ganzen Sachen so verkauft und die Hüte, genau, das waren die Hüte. Du hast einen geschnappt. Du bist ganz schön gewieft. Aber was denn? Geschnappt? Ich verstehe nicht. Na gut, Level 20. Und dann mache ich da noch was anderes. Und zwar kaufe ich mir immer Klamotten wie Hüte, Schuhe und Jacken. Halt Kleidung, wenn ihr versteht. Und level die dann so krass auf, dass sie alle Effekte haben. Es gibt ja für jede Klamotte andere Effekte. Und wie zum Beispiel hier ist es halt so, dass das Teil nach einer bestimmten Anzahl an Punkten aufsteigt, wenn man es aufhat während einem Kampf. Und dann kommen da immer neue Effekte raus. Und man kann bis zu 3 Effekte pro Klamotte haben. Und Octoding Hinterhalt im Blauflossendepot. Man kann pro Klamotte 3 Effekte haben, maximal. Die Octolinge mit den Algen auf dem Kopf sind echt gefährlich. Nicht wirklich. Versuche es von oben, Nummer 3. Okay, werde ich mir merken. Okay. Oh nein, die haben RGs. Oder MGs, ich weiß es nicht. Fähr aber einfach drauf los, ist gut. Auf jeden Fall möchte ich jetzt sagen, dass man da jeweils 3 Effekte pro Klamotte haben kann. Und ich mache es halt immer so, dass ich die ganzen Klamotten ausrüste, sie auflevel und dann nochmal neue Klamotten kaufe und wieder auflevel und immer so weiter und so fort, bis ich irgendwann mal alle Klamotten gekauft habe. Und dann kommen welche mit dem neuesten Update zurück und dann geht es da weiter. Also das dauert doch trotzdem, doch, das dauert auf jeden Fall noch lange. Also, kann ich auf jeden Fall noch lange Spaß dran haben. Mir macht sowas auch relativ viel Spaß, um ehrlich zu sein. Okay, ich werde mal hier das auswählen. Ist das der einzige Weg nach oben? Sieht wohl ganz danach aus. Diese Stage gibt es tatsächlich auch im Online-Modus. Okay, gut, das werde ich mal behalten. Deshalb weiß ich relativ, wie ich wohin komme und wo ich suchen kann. Aber die Stage gab es auch schon mal im Story-Modus. Gut, das ist so ziemlich das, was ich im Moment so mache an Online-Gaming bei Splatoon.
Größtenteils. Dann ist mir noch ein bisschen was eingefallen dazu, was mir nicht so gut gefällt an Splatoon, ist zum Beispiel, dass die ganzen Amiibos extrem rar sind. Das liegt größtenteils an Nintendo, das regt mich ziemlich auf, um ehrlich zu sein, dass die da das Ganze so komisch machen, dass sie wirklich sagen, wir hauen keine Amiibos raus, um die Nachfrage sehr, 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 sehr hoch zu halten. Ich habe jetzt schon mehrere Male bei meinem Elektrofachhändler nachgefragt, ob sie denn jetzt die Amiibos haben für Splatoon, und nein, 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 haben wir nicht. Tut mir leid. Also, keine Chance. Keine Chance. Und für die ganzen Amiibos kriegt man dann halt auch noch solche Mini-Spiele. Und diese Minispiele, die kriegt man halt tatsächlich nur durch diese Amiibos. Das finde ich auch ziemlich blöd. Hier muss es doch noch das Teil geben. Ah, seht ihr das da unten? Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Sensationell. Und das regt mich halt irgendwie auf, dass die Minispiele zum Teil nur da möglich sind, weil das hätte man durchaus noch für alle Spiele machen können. Es gibt einen Exklusivinhalt, den es wirklich nur durch diese Amiibos gibt. Es gibt sogar mehrere Sachen, die mir aktuell gerade so einfallen, wären da. Zum einen Klamotten und zum anderen wären das dann noch Missionen. Pro Charakter, glaube ich, um die, lass mich lügen, 15. Das ist, glaube ich, ein bisschen viel, aber so ungefähr. Also da ist auch ordentlich, ja, Spaß mitzuhaben mit den Amiibos. Das neue Album Fresh Kids von Squid Squad bringt ihren ohnehin genialen Squidcore Sound auf die ein völlig neues Level der Freshness und die Tentakel zum Wackeln. Der perfekte Sound für eine für einen Revierkampf. Ja. Okay, das war gar nicht mal alles, was ich sagen wollte, aber der Rest fällt mir nicht ein. Hohoho, es regnet Oktowelse, als gäbe es keinen Morgen. Vielleicht können wir noch einen weiteren machen. Wir haben jetzt 11 Minuten, 12 Minuten, ja komm. Level 21 gehen wir noch an und dafür gibt es im nächsten Part den Endboss. Okay, schöner Sprung. Und schönes Flugobjekt über der DK-Bahn-Station. Es gibt meiner Meinung nach sehr gute Online-Stages, muss ich klar sagen. Also die gefallen mir teilweise fast schon am besten am Online-Modus, die Stages. Vielleicht ein bisschen, wie schon gesagt, also relativ selten wird halt getauscht, und man könnte auch mal hier so sagen, ja, ein Tinferno-Bomber. Ja, das ist für mich nichts Neues. Man könnte auch einfach sagen, dass drei Stages auf einmal rotieren, halt, es gibt immer Zufall zwischen zwei Stages, welche gewählt wird, und das ist halt irgendwie ein bisschen, naja, muss ich schon sagen, das gefällt mir nicht so ganz. Dass es nur zwei Stück sind, das merkt man halt auch tatsächlich ziemlich krass. Das wäre auf jeden Fall zu verbessern, aber im Großen und Ganzen ist der Online-Modus sehr gut von den Stages her. Wirklich empfehlenswert. Aber für einen Typen ohne Online-Verbindung, also ohne Internetverbindung, ist das Ganze hier überhaupt nichts. Also muss ich sagen, da gibt's nicht genug zum Spielen. So, Checkpoint aktiviert. Ich möchte ja natürlich hier auch die Schriftrolle finden. Es gibt tatsächlich relativ viel zu finden, finde ich. Nicht so krass wie in einem Nicht-Jump'n'Run, sagen wir es mal so. Aber deutlich mehr als in den meisten Shootern. Oh mein Gott, nein, was mache ich denn? Ach, Gott sei Dank habe ich das Teil noch. Ja, teilweise ist man echt langsam. Okay, nichts mehr. Also weg, zurück. Und das ist gut gemacht. Also, dass man halt wirklich rumgeht und nicht nur nach dem nach der einen einzigen Schriftrolle sucht, sondern halt auch teilweise die, Achtung, die Ausrüstungsgegenstände findet und Punkte und extra Waffen, also Superwaffen, die man halt im Online-Modus auch verwenden kann, je nach Waffenset
dass man sich blöderweise nicht zusammenstellen kann, aber das wäre ein bisschen krass. Da kann ich nachvollziehen, warum sie das so gemacht haben, mein Gott. Ihr miesen Säck. Alter. Ist ja ein Schwamm hier. Bam, Digga, was willst du tun? Und ja, das ist halt eigentlich ziemlich krass. Ich meine Nummer 3. Nummer 2. Ah, die haben sogar Namen. Ich meine Nummer 2, keine. Ja, ja, gut, okay, jetzt war ich so geflasht, dass sie tatsächlich Namen haben. Da freue ich mich drauf. Yay. Aber warum sagen sie uns nicht ihren Namen? Verstehe ich nicht. Und ja, das wäre halt sehr, sehr cool, wenn man das machen könnte. Aber das würde das Ganze ein bisschen krass außer Balance bringen. Aha, du möchtest mich also hier aufhalten. Das kriegst du nicht hin. So. Und wenn man das halt irgendwie so machen könnte, dass man halt hier sein Set zusammenstellen kann. Aus Waffe, aus Sekundärwaffe, aus Spezialwaffe. Dann würde es die Leute geben, die halt, ich weiß nicht, wie man es regeln würde, ich glaube mal mit Geld. Die Leute, die halt sehr viel Geld, vor allem kriegt man durch die Amiibos viel Geld, sehr viel Geld haben. Und die Leute, die ihr, die sehr viel, oh Gott, ich hätte den, die Tinsuka benutzen sollen, jetzt. Also, dann gäbe es die Leute, die halt krasse Sachen haben würden und die halt ziemlich verkackte Sachen haben würden, weil sie noch nicht so wirklich wissen, wie man es handelt. Aber ich, für meinen Teil, würde Klecks-Konzentrator benutzen. Nicht Klecks-Konzentrator, sondern Profi-Kleckser. Oder Profi-Kleckser-Fokus. Das ist ab Level 20. Mein Gott, was mache ich denn? Warum bist du so asozial geworden, mein Freund? Ich dachte, wir wären Freunde. Und ich würde Kriegsbomben nehmen. Okay. Der weiß ganz genau, wo er alles hinmachen muss. Nicht schlecht, ich muss schon zugeben. Das ist ein ziemlich guter, ehrenwürdiger Gegner. Ebenwürdig, vor allem. Ah, der dreht sich auch um. Interessant, Mo. Komm her. Du fette Qualle. So, jetzt noch. Ja, nervig. Gut, geschafft. Ja, also finde ich ziemlich krass eigentlich, dass man, finde ich gut, meine ich, dass man das nicht so machen könnte, weil das wäre krass. Das wäre krass. Also da würde ich auf jeden Fall keine Probleme mehr im Online-Modus haben, außer natürlich, es gibt Leute, die ein bisschen mehr Skill haben als ich, obwohl. Gibt es das überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wirklich nicht. Nein, ich mein's ernst. Gibt es sowas? Jetzt mal ganz im Ernst. Dann finde ich halt einfach, dass das Ganze halt die Leute nur noch mit einem Set spielen würden, weil sie halt sich auf dieses eine fixiert haben und mit der gleichen Waffe die ganze Zeit. Fände ich nicht gut, aber so ganz begründen kann ich es tatsächlich nicht. Erinnert an den Inhaber des Schuhgeschäfts. Kann es Kreaturen geben? Oh mein Gott! Oh nein! Erinnert an den Inhaber des Schuhgeschäfts. Kann es Kreaturen gegeben haben, die sich von Garnelen ernährt haben? Das klingt unvorstellbar. Schrecklich. So, im nächsten Part gibt's den Boss. Ja, und ich finde das eigentlich gar nicht schlecht. Als alle Elektrowelse geschafft. Und jetzt geht's zum Boss. Ja, klar. Okay, naja, das war genug erzählt für einen Tag. Ich danke euch fürs Zusehen und im nächsten Part gibt's Zahn um Zahn mit dem Octodentor. Auf das sind's wieder, Freunde. Tschüss.